Heute gibt es mal ein kleines anderes Video, und zwar retten wir eine verletzte Taube. Hi, ich bin Art vom Kanal Bodenständig, und ja, hier neben mir sieht man schon, jetzt wird sie wieder unruhig, ich entferne mich mal direkt wieder, eine wilde Taube. Die habe ich die Tage eingesammelt. Ich war mit meinem Hund, mit der kleinen Mayo, spazieren, und da habe ich gesehen, dass im Feldes Rand eine verletzte Taube sitzt. Die war schon fast hinüber, sage ich mal so. Die war schon sehr, sehr schwach. Der Flügel war gebrochen, hing komplett runter. Klar, da kann ich nicht vorbeilaufen. Ich habe sie mitgenommen und jetzt versuche ich, die aufzupäppeln. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Ich hoffe mal, dass der Flügel wieder gut verheilt und dass ich die dann in ein, zwei Wochen wieder fliegen lassen kann. Aber ich zeige Updates und halte euch auf dem Laufenden, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe die jetzt erstmal in einen kleinen Käfig gesetzt. Ich bin auch kein Profi, das muss ich dazu sagen. Das ist keine Anleitung, wie man die Tiere wieder aufpäppelt. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Sache, weil hätte ich die da sitzen gelassen, wäre die auch in der Nacht von irgendeinem Feind gefressen worden, von irgendeinem Raubtier, sei es ein Fuchs, ein Marder oder ein Habicht oder was weiß ich, oder ein Hund oder eine Katze. Auf jeden Fall wäre sie gestorben, das wäre safe gewesen. Und deswegen habe ich sie jetzt erstmal in einen kleinen Käfig gesetzt, weil ich denke, dass sie da nicht die Möglichkeit hat und versucht zu fliegen. Wenn ich die jetzt in eine größere Voliere setzen würde, würde sie ja wahrscheinlich wieder viel rumflattern und dann viel den Flügel belasten, der gebrochen ist. Und deswegen sitzt sie jetzt erstmal hier drinne. Mir ist auch schon aufgefallen, dass das besser geworden ist mit dem Flügel, weil vorher hing der komplett runter. Jetzt ist er schon ein bisschen weiter oben, also die Kraft ist auf jeden Fall wieder ein bisschen zurück. Aber wie gesagt, wir gucken erstmal und wir füttern die jetzt immer viel mit dem Hühnerfutter, also mit Getreide, weil Tauben fressen viele Körner. Ich wechsle jeden Tag das Wasser und ja, mal hoffen, dass es wieder besser wird. So, es sind einige Tage, wenn nicht sogar Wochen, ich weiß gar nicht genau, wie lange das her ist, vergangen. Die Taube sitzt immer noch in dem kleinen Hasenstall. Das ist auch gut so, weil dort kann sie keine richtigen Versuche unternehmen zu fliehen. Und wenn sie erstmal starten würde und dann immer gegen den Käfig fliegen würde, wäre nicht gut. Was ich zwischenzeitlich gemacht habe, war mit so einem Nicht-Klebeband, so ein, wenn man eine Verletzung hat, mit einem Pflaster, genau, mit so einem langen Pflaster, so eine Rolle. Davon habe ich einfach einmal um die drum gemacht, damit der Flügel stabilisiert wurde. Ja, und jetzt mittlerweile ist die Taube wieder fit und kann wieder raus, denke ich mal. Das wollte ich heute mal ausprobieren, weil immer wenn ich nur alleine hier stehe, rastet die schon komplett aus. Und ich glaube, es wird Zeit, dass sie wieder freikommt. Einfach mal gucken, ob das klappt. Das mache ich jetzt als erstes und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Weg ist sie geflogen. Mann, ich glaube, das war nicht drauf. Aber die war zuerst hier runtergesprungen und dann von hier aus komplett weggeflogen. Ich hatte mir das ein bisschen romantischer vorgestellt, dass sie sich bei mir bedankt und nochmal zurückguckt. Aber die war direkt weg. Aber so soll es ja auch auf jeden Fall sein. Also ich muss sagen, das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Hätte ich die nicht aufgesammelt, wäre sie wahrscheinlich in derselben Nacht noch gestorben. Wenn ihr so ein verletztes Wildtier findet, seid auf jeden Fall sicher, dass es wirklich verletzt ist und dass nicht einfach zum Beispiel ein Jungvogel ist, der jetzt das Nest verlassen hat. Wenn ihr was findet, dann meldet euch auf jeden Fall bei einer Wildtierhilfe oder bei eurem Tierarzt oder wo auch immer. Da kann einem eigentlich immer geholfen werden, vor allem wenn man die Tiere nicht selber wieder gesund pflegen kann. Bei Tauben, wenn dann der Flügel gebrochen ist, wird dann meistens Antibiotikum gegeben, damit sich die Stelle nicht irgendwie entzündet und da sich irgendwas drin entwickelt, Bakterien oder so. Und dann werden die Flügel halt zum Beispiel geschient. Ich habe das dann einfach selber gemacht mit diesem Tape,
Ich hatte da angerufen, hatte gesagt, dass ich halt einen Stall habe. Und das ging dann so klar. Genau. Also, wenn ihr irgendwas findet, auf jeden Fall immer irgendjemanden kontaktieren, der sich damit auskennt. Bei euch in der Region wird es auf jeden Fall irgendwie eine Wildtierhilfe geben. Da müsst ihr einfach mal im Internet gucken. Genau. Das wollte ich einfach nur mal kurz mit euch teilen, dass sowas auch passiert und dass man dann auch helfen kann. Das ist ja wirklich eine schöne Sache. Die Taube ist jetzt auf jeden Fall gerettet, hoffe ich mal. Die ist auf jeden Fall straight, sehr weit weggeflogen. Ich dachte, die landet hier erstmal irgendwo, weil die ja jetzt lange Zeit nicht geflogen ist. Aber die ist echt bis da hinten in diesen großen Baum geflogen, auf jeden Fall in die Richtung. Das soweit dazu. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ich konnte euch ein bisschen Anregung geben, falls ihr auch ein Tier findet. Genau. Aber auf jeden Fall auch informieren. Das ist das Wichtigste. Und nicht einfach füttern, weil viele Tiere oder Vögel gerade fressen eigentlich Insekten. Und wenn man denen dann Wasser in den Mund gibt, sterben die oder halt anderes Futter. Genau, das kann zu großen Problemen führen. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.